Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen. Es juckt. Herzlich willkommen zu Car for Sale Simulator. Zum Car for Sale Simulator. Und wir warten und wir warten. Und ich warte auch. Mit einem leckeren Zitroneneistee. Lecker. So. 10 Uhr morgens. 10:30 in Deutschland. Nein, nicht in Deutschland. Wir sind irgendwo, wo der Himmel sich überhaupt nicht bewegt und die Blätter auch nicht. Sehr windstill. SH3 Volt. Open here. Oh, hallo. Ist da schon einer? Nein. Guten Tag, die Dame. 30 soll er kosten. Was würden Sie denn bezahlen? Ja? 30 hat sie auch bezahlt. Sehr gut. Automarkt ist geöffnet. Schauen wir mal dran vorbei. Am Automarkt. Da wird man zwar öfters mal abgezogen, aber... Hey, wie sieht's mit dem? 33. Weißt du was? Ich schaue mich mal weiter um. Was haben wir denn hier? 47. Wie wäre es denn mit 30? Hä? So. Kann es nicht akzeptieren, dann tut es mir leid. Oder 30,6. $30,600. Gut. So, was haben wir denn hier? Oh. Da ist zu teuer. Oh, ein TT Cabrio. Cabrios sind gut, aber der ist sehr beschädigt. Nein, der ist mir zu beschädigt. So, wie sieht's hier aus? 47. Was würden Sie sagen zu 30.600? So. Kann es nicht akzeptieren, okay. Hm? 52% beschädigt. Na, viel zu billig. So, was, wie sieht's hier aus? Sehr hebelig, der gute Mann. Haben Sie es eilig? 30.600 würde ich ihn direkt mitnehmen, dann können Sie wieder gehen. Gut, dann tut's mir leid. Dann kann ich auch nichts machen. Dann müssen Sie noch eine Weile warten. Aber wie sieht's mit dem hier aus? Oh, ist der aber kaputt. Nee, du lass mal. Dann nochmal zurück zu Ihnen hier. 33. Ich würde mal sagen, ich gebe dir 25. Wie wäre das? Na also. Der geht direkt mit dem Abschleppwagen weg. Dann haben wir noch 2.600. Können wir noch eine billige Karre reinstellen.
Null Schaden. Stimmt überhaupt nicht. Hier. 2600. Servo beschädigt. Okay, für 2,6 kriege ich hier wahrscheinlich nichts mehr. Der hier. 17. Nee, dann. Könnte ich es höchst mal noch in der Nachbarschaft versuchen, aber ich glaube, ich belasse es bei dem einen und schlag da so viel raus wie möglich. Ist ja schließlich ein richtig schickes Gefährt. So. Der wird auch picobello sauber gemacht. So, Auto ist sauber. Schönes Foto. Und ab damit auf die Homepage. Und da ist er. So, ich würde mal sagen, der ist schon 48 wert, oder? Ich glaube schon. Ja, guck mal, wie der aussieht. Null Schaden, hör mal. Also. Kommen Sie. Null Schaden. Sehen Sie diesen Ronki an. Wie gut der aussieht. Fährt wie ein 1. Fast unbeschädigt. Ganz toll. Super Werte. Super Daten. Habe ich noch nie im Kopf. Bin ihn auch nicht selber gefahren. Aber der ist wunderbar hier. Ne? Da hüpfe ich doch gerade mal an die Hecke hoch. Kann ich gar nicht. Warum kann ich das nicht? Ich kann gar nicht auf meine Hecke hüpfen. Mann, bin ich ein Loser. Bastel spielt Killing Floor 2. Sowas, dass der noch spielt. Hat er mal die Zeit gefunden. So. Was haben wir da hinten? Da wird was repariert. Also heute ist Tag des juckenden Bartes. Das ist furchtbar, wie das Ding juckt. So. Ich chill mich mal hier an den Computer. Ach, da ist ja ein Kunde im Büro. Ja, wo denn? Ach, hier. Ja, da hat er sich reingeschlichen. So, der Ronqui R7. 48, Er hat kein Problem damit, ihn so zu kaufen. So, schon wieder haben wir 50.000 gemacht. Und der Automarkt ist eröffnet. Schauen wir doch mal nochmal rein, ob wir da nicht nochmal was... ein Burger. Ob wir da nicht nochmal was Feines haben. Etwas schön Teures. Wie sieht's mit dem aus hier? Der war relativ teuer, ne? 61. Weißt du was? Ich gebe dir 45. Nein? Dann gebe ich dir 49. Dann gebe ich dir 50.000. Ja? Sehr gut. Wunderbar. Ab damit nach Hause. Da, 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 da. Achtung, Achtung. Muss hier durch. Danke, danke. Achtung. Hier. Oh, T-Pose. Ja, danke schön. So. Und ins Büro. Was ist da mit den Haaren? Warum stehen die hier so raus? Oh ja, so. Hier, wie Stirnband. Gerade vom Laufen gekommen. So ist besser. Gut, jo, ist schon dunkel. Macht aber nichts.
Bei Nacht juckt der Bart. Kein Problem. So, lass mal schauen. Luxuskarre. So, ich lass Licht mal an. So, Karre ist sauber. Tablette. Die Tablette macht ein tolles Foto. Und die Tablette veröffentlicht dieses Foto auf meiner Website. Warum ist das schon wieder da unten? So, die wollte es für 60 verkaufen. Ist das der richtige? Der ist es. Warum sind die Fotos so durcheinander? ...72 müssen schon drin sein. Gut, ich lasse ihn laufen. Ist ja auch egal. Wir gehen heim. Der hat ein Problem mit dem Motor, deswegen müssen wir den laufen lassen. Sonst ist morgen Batterie leer. Da können die Kunden keine Probefahrt machen. Ja. Deswegen lassen wir ihn einfach laufen und am nächsten Tag ist da die Batterie voll. Das ist wunderbar. So machen wir das, wir Autohändler. Aber pst. Bleibt unser Geheimnis. So. Ich bin schon hier. Ja, tatsächlich. Und er läuft immer noch. Sekt. Ja, wir machen gleich auf, weil jemand hat hier wieder rumgelittert. Hat das gerade Klickgeräusche gemacht? So, wir reinigen das Auto nochmal schnell. Sie sind auch dreckig. Ich reinige sie auch ein bisschen. So, wie sieht's? 72, nimmst du mit, oder? Also wunderbar. Hat er ihn mitgenommen für 72. Gehen wir gleich wieder los. Ist noch früher morgen. Da können wir noch was. Oh, ich habe unbezahlte Rechnungen. Ich weiß nicht, ob ich die Rechnungen bezahlen will. 7000. Gut. Von mir aus. Also wir müssen mehr Profit machen. Das Ding ist nicht offen. Automarkt. Nee, ist nicht offen. Schauen wir mal, was es so in der Nachbarschaft gibt. Die Nachbarn haben ja auch immer schicke Autos. Da können wir vielleicht ein paar mehr verkaufen. Der Kobold, was soll er kosten? Nee, ach, lass mal. Kobold. Der TT ist wahrscheinlich auch zu lumpig. Da haben wir noch einen BMW, da haben wir so ein Ding. Die sind auch, die gehen auch immer relativ gut weg. Die Hondas. 32 soll er kosten. Ich gebe dir 25. Was sagst du? Gut. Was sagst du? 27.000. Ja, wunderbar. Siehst du mal, so geht das. So. Die Dame. Der Z3. Wie sieht's aus? 24,5. Oh. Möchte nicht verhandeln. Stimmt das auch? Mit null Beschädigung? Okay, ich sehe wirklich keine Beschädigung. Wissen Sie was? Nehme ich mit.
läuft auch wunderbar. Gut, lass ich aber trotzdem abholen. Und mein Skillpoint. Den können wir dafür nehmen. Klingling. So. 13 hätten wir noch. Was haben wir denn hier? Gute Dame. Was haben sie da? Ein TT. Mit null Schaden. So, so. 13.000 biete ich. Naja, dann tut's mir leid. Der hier war relativ günstig, ne? Der Kobold. Was wollte der? 8. 8, 6. Okay, weißt du was? Fünftausend glatt. Nein. 5.500. Er möchte nicht verhandeln. Was sollte der kosten? 8,6. Da finde ich bestimmt noch was Besseres. Naja, 8,6 ist zu teuer. Das kauft mir doch keiner. So, die Dame, was haben sie hier? Ein Audi S5. Soll er kosten? 13,9. Ich gebe ihnen... 10.500. Dann gebe ich ihn 11.000. Na, dann gebe ich ihn 12.000. Dann ist aber Ende Gelände. Den muss ich selber fahren. Ah, Mist. Ich glaube, der... Oh, der ist sehr beschädigt. Ich glaube, da habe ich mich übers Ohr hauen lassen. Naja. Mal schauen. Drift. Jetzt habe ich hier gleich zwei Autos beschädigt. Eieiei. So ist es, wenn man nicht fahren kann. Ha! Naja, den stellen wir hier hin. Die Autos hier gehen immer gut weg. Schade, der war. Die waren alle unbeschädigt, ne? Ja gut, den stellen wir einfach so hin. Dass man das gar nicht sieht. So, und den auch noch. Wieso hat er das eigentlich, der Abschlepper eigentlich, warum hat er die so nah dahingestellt? So, den stellen wir hier hin. Der hat's verdient. Gut, dann einmal grob runterwaschen. Schon fertig?
scheint so. Gut, auch sauber. Wunderbar. Dann schmeißen wir mal ein paar Fotos raus, damit es keine Missverständnisse gibt. Und dann machen wir hier mal ein paar schicke Fotos. Einmal der hier. Einmal unser Prachtexemplar. Und der hier. So. Dann schauen wir doch mal. Der Honda, gekauft für 27. Dann würde ich schon mal sagen, ja, wir probieren einfach mal mit 47. 47.000. Der BMW. Was soll das? Warum zoomt der da so ran? So, wieder rauszoomen. Alles gut. Kunde im Büro. Moment, Kunde, ich komme gleich. 24, den würde ich anbieten für 45.000. Und den Audi haben wir für 12 gekauft, der müsste für 30.000 müsste der gehen. So, wir haben einen Kunden, bitteschön. Wie sieht's aus mit dem Honda, hm? 47 ist zu viel. Wie wäre es dann mit 45? Wie wäre es mit 43.300? Okay, sagen wir 40.000. Dann nicht. Der Herr, der Honda. Nein. Die Dame. Nein. Hallo. 45 soll er kosten. Tschüss. Ja. Guten Tag. Der Audi. Hm? 17. Nein, danke. Hallo. Für 29 sind wir im Geschäft. Nein. Hallo. Guten Tag. 30.000. 21. Nein. Was ist denn heute los, um Himmels Willen? 40. Nein. 14% Beschädigung nur. 34. Sagen wir mal 45. Nein. Die Dame? Ich habe es kaum getrieben. Das tut mir leid für Sie, aber für 32 kriegen Sie das Fahrzeug nicht. Sagen wir mal für 35, okay?
Na also, der ist weg. So, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay. Zwölf gekauft. Für wie viel wollte ich ihn anbieten? Für 30, ne? Vielleicht nicht übertreiben. 22.500. So, und den haben wir für 25 gekauft. Ja, machen wir mal den auch für 35. Nicht für 350, der ist ein bisschen viel. Aber 35,5. So, das ist doch schon eher. Schon eher nach dem Geschmack der Leute. So, jetzt ist aber Nacht. Wir gehen nach Hause. So. Und weil es so schön dunkel ist, machen wir jetzt auch gleich eine Folgenpause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play Car for Sale Simulator. Bis dahin, macht's mir gut.